Ist der Teufel ein gehörntes Wesen mit einer Mistgabel? Welche Macht hat er heute noch und mit welchen Mitteln versucht er, die Gläubigen zu täuschen und zu verführen? Um diese und ähnliche Fragen geht es gleich. Willkommen zu einer neuen Folge von Was sagt die Bibel? In dieser Serie beschäftigen wir uns regelmäßig mit einem biblischen Thema. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Heutzutage sehen die meisten Menschen in den westlichen Ländern den Teufel als eine mythische Figur, die den Fantasien der Menschen entsprungen ist. Aber sogar in vielen christlichen Kirchen wird es gemieden, über den Feind Gottes und sein Wirken zu sprechen. In einem früheren Video haben wir uns bereits genauer mit dem Fall Satans und mit dem Leid, das durch ihn auf dieser Welt verursacht wurde, beschäftigt. Heute geht es um 13 erstaunliche Fakten über Satan, die die meisten Menschen nicht kennen. Erstens: Satan hat viele Namen und Bezeichnungen. In Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Viele unterschiedliche Namen, Symbole und Bezeichnungen werden für Satan verwendet. Der Name Satan bedeutet Widersacher oder Feind. Er wird auch als Lügner, Mörder und Verführer bezeichnet. An manchen Stellen wird er Beelzebul genannt. Er ist der Anführer der Dämonen, das heißt der gefallenen Engel, und ist der größte Feind Gottes und der Menschen. Luzifer ist die lateinische Übersetzung des Begriffs Helel, also Glanzstern aus Jesaja 14, Vers 12, und bedeutet Lichtträger. Mit diesem Namen wird er oft genannt, wenn man sich auf die Zeit vor seinem Fall bezieht. Zweitens: Er schaut anders aus, als die meisten denken. In den Köpfen vieler Menschen ist Satan ein hässliches, gehörntes Wesen mit Schwanz, Pferdehufe und einer Mistgabel in der Hand. Doch diese mittelalterlichen Darstellungen entsprechen nicht dem biblischen Bericht. Die Bibel zeigt uns, dass Luzifer als ein vollkommener, wunderschöner Cherubim-Engel geschaffen wurde. Er war geschmückt mit allerlei Edelsteinen und war ausgestattet mit Musikinstrumenten. Gott selbst sagte zu ihm: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Seit seinem Sündenfall mag sich sein Aussehen etwas verändert haben, aber dennoch können wir davon ausgehen, dass die ursprüngliche Schönheit noch immer sichtbar ist, genauso wie es ja auch bei allen anderen von Gott geschaffenen Lebewesen der Fall ist. Drittens: Er verursacht Naturkatastrophen. Im Buch Hiob sehen wir, dass Satan dem Hiob und seiner Familie großen Schaden zufügte, um ihn dazu zu bringen, sich von Gott loszusagen. Er ließ Feuer vom Himmel fallen und tötete sogar seine Kinder durch einen heftigen Sturm. Gott ließ zwar diese Dinge zu, wendete aber das Geschick Hiobs dann später. Es wurde dadurch bewiesen, dass Hiob Gott nicht aus eigensüchtigem Interesse heraus diente, sondern aus echter Liebe und Ehrfurcht. Für uns heute ist es wichtig zu verstehen, dass es zwar, wie die Bibel auch zeigt, auch von Gott gewirkte Naturkatastrophen gibt, dass es aber Satan ist, der die Menschen vernichten und von Gott trennen möchte. Er ist in der Lage, das Wetter und die Natur in dem Rahmen zu beherrschen, wie es ihm Gott aufgrund des großen kosmischen Konflikts zulässt. Viertens: Er verursacht Krankheiten. Wiederum sehen wir am Beispiel von Hiob, dass Satan auch Krankheiten auf die Menschen bringen kann. Dabei ist zu beachten, dass er sogar gläubige Menschen krank machen kann, sofern es Gottes Plan entspricht. Allerdings haben wir die Zusicherung, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. So sehen wir auch bei Hiob, dass er am Ende seiner schrecklichen Erfahrung aussagt: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Fünftens: Er wirkt Zeichen und Wunder. In 2. Thessalonicher 2, Verse 9 und 10 lesen wir: Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Viele Menschen glauben heute, dass Zeichen und Wunder ein Garant dafür sind, dass Gott am Wirken ist. Tatsächlich sehen wir aber in der Bibel, dass gerade am Ende der Zeit Zeichen und Wunder eine mächtige Täuschung Satans darstellen,
um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Obwohl es auch heute noch wahre Wunder von Gott gibt, so werden wir in der Bibel mehrfach davor gewarnt, dass vor allem der Teufel am Ende der Zeit auf diese Art und Weise wirkt. Das bedeutet, dass Wunder, Zeichen und sogar Heilungen nicht zwangsweise von Gott sein müssen, da auch der Satan die Menschen dadurch gesund machen kann, indem er die Krankheit, die er selbst auf sie gelegt hat, wieder zurücknimmt. Sechstens, er verkleidet sich als Engel des Lichts. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Satan verführt die Menschen gerne dadurch, indem er sich selbst als einen guten Engel darstellt. Und dieselbe Taktik verwendet er auch bei seinen Nachfolgern. Wenn Menschen behaupten, Engel gesehen zu haben, dann muss man sich auch die Frage stellen, ob das gute oder böse Engel waren, unabhängig davon, wie sie aussahen. Auch ist es möglich, dass Menschen in christlichem Gewand in Wahrheit nicht Gott, sondern bewusst oder unbewusst dem Teufel dienen. Jesus sagte dazu, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Allerdings ist es nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu verurteilen und ihnen solche Dinge vorzuwerfen. Es dient lediglich dazu, uns zu warnen, dass wir unser höchstes Vertrauen auf Gott und sein Wort und nicht auf Menschen setzen sollen. Siebtens, er kennt und zitiert die Bibel. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, zitierte Satan Verse aus Psalm 91, um Jesus zur Anmaßung Gott gegenüber zu verführen. Dabei verdrehte er die Bedeutung des Textes, damit die Aussage seinen Zwecken entspricht. Das zeigt uns, dass Satan ein hervorragender Bibelkenner ist und dass er gerne das Wort Gottes verwendet, um durch Fehlinterpretationen die Menschen zu täuschen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir die Bibel fleißig unter Gebet studieren, um nicht vom Feind getäuscht zu werden. Wir sollten aber berücksichtigen, dass wir alle fehlbare Menschen sind und nicht jede Fehlinterpretation der Schrift eine bewusste Täuschung ist. Im Neuen Testament sehen wir sogar, dass Jesus die Apostel von einem falschen Verständnis der Schrift befreien musste. Achtens, er ist in der Lage, Besitz über Menschen zu erlangen. Im Neuen Testament haben wir zahlreiche Beispiele dafür, dass Menschen von bösen Geistern bzw. Dämonen besessen sind. Aber auch Satan selbst, der Anführer der bösen Engel, besetzt manchmal Menschen. Dies sehen wir im Fall von Judas, von dem es heißt, und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Das zeigt uns aber auch, dass eine Besessenheit sich nicht immer in wilden Verhaltensweisen äußern muss, sondern auch Scheingläubige wie Judas, die ihre Herzen Gott gegenüber so sehr verhärtet haben, ebenfalls von bösen Geistern besessen sein können. Neuntens, Satan kann nicht unsere Gedanken lesen. In 1. Könige 8, Vers 39 heißt es, denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder. So mächtig Satan auch sein mag, so kann er trotzdem nicht unsere Gedanken lesen. Gott allein kennt das Herz der Menschen, wobei der Begriff Herz in der Bibel sowohl die Gedanken als auch die Gefühle beinhaltet. Nichtsdestotrotz ist der Teufel ein sehr guter Beobachter und kann durch unser Verhalten und unsere Reaktionen auf viele Dinge schließen. Er prüft genau, wo unsere Schwächen sind und versucht uns an diesen Punkten zu Fall zu bringen. Zehntens, Satan ist ein besiegter Feind. In Johannes 12, Vers 31 heißt es, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Bei all diesen Fakten dürfen wir das Wichtigste nicht vergessen. Jesus hat Satan am Kreuz besiegt. Vor seiner Himmelfahrt sagte Jesus noch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Obwohl der Feind noch auf dieser Erde bis zu seinem Prozess wütet, so wissen wir doch, dass Gottes Kinder sich vor ihm nicht zu fürchten brauchen, weil er ein besiegter Feind ist. Elftens, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Satan kennt die prophetische Uhr und weiß, dass seine Stunde bald geschlagen hat. Das erregt einen großen Zorn in ihm und führt ihn dazu, seine Anstrengungen zu erhöhen.
Nicht umsonst sehen wir, dass die Verführungen Satans immer schneller zunehmen. Die Frage, die wir uns dabei stellen sollten, ist: Wissen wir auch, wie nahe wir dem Ende sind? Und richten wir unser Leben danach aus? 12. Er führt Krieg gegen die wahren Gläubigen. Während es offensichtlich ist, dass Satan die Menschen hasst und sie ins Verderben stürzen möchte, wird in der Bibel eine Gruppe von Menschen ganz besonders hervorgehoben, gegen die sich sein Zorn richtet. In Offenbarung 12, Vers 17 lesen wir: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Diejenigen, die Gott lieben und seinen Geboten gehorchen, sind das ganz besondere Ziel der satanischen Kriegsführung. Genau wie Hiob sind sie ein Zeugnis für den liebevollen Charakter Gottes, dem sie freiwillig nachfolgen. Jeder wahre Gläubige, der aus Liebe und Dankbarkeit den Geboten Gottes gehorsam sein möchte, muss mit ganz besonderen Angriffen des Feindes rechnen. Nichtsdestotrotz haben wir die Zusicherung Gottes, dass wir niemals stärker versucht werden, als dass wir es mit seiner Hilfe überstehen könnten. 13. Wir können ihn überwinden. In Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir: Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Nicht nur, dass wir uns vor dem Teufel nicht zu fürchten brauchen, sondern jedem treuen Kind Gottes ist der Sieg über den Teufel garantiert. Indem wir an das Blut Christi glauben und unser Lebenszeugnis diesen Glauben bestätigt, wird Christi Sieg über den Teufel auch zu unserem Sieg werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und drück auf die Glocke, damit du über weitere Videos benachrichtigt wirst. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Was sagt die Bibel?